L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture, la science et la culture. Vor etwas mehr als 100 Jahren reisten die zwei Schweizer Kunsthistoriker Josef Zemp und Robert Durer ins Val Müstair, um das Kloster St. Johann zu untersuchen. Sie gingen an den damals frisch gestrichenen Wänden der Klosterkirche vorbei und stiegen durch die kleine Tür in den Dachstuhl, ohne zu ahnen, welche Sensation sie erwarten würde. Im Licht ihrer Laterne entdeckten sie Fresken aus karolingischer Zeit, die 1983 zur Aufnahme des Klosters in die Liste des Welterbes führen sollten. Schon lange erzählte man sich vor Ort, das Kloster sei älter als damals angenommen. Auf dem Rückweg in den Norden soll Karl der Große im Jahre 800 auf dem Umbrailpass in einen Schneesturm geraten sein. Vom eisigen Wind bedroht, gelobte er, ein Kloster zu stiften, falls er dem Unwetter lebend entrinnen sollte. Der Gründungsmythos wurde im Kern von den Archäologen bald bestätigt. Nach den zwei Weltkriegen begannen Restauratoren Schicht für Schicht die jüngeren Farbaufträge in der Klosterkirche abzutragen und legten den einzigartigen Freskenzyklus aus der Zeit der Karolinger frei. Nun restauriert man die Wandmalereien ein zweites Mal. So steht man auf einem Gerüst den 1200 Jahre alten Gesichtern auf Augenhöhe gegenüber. Als wären sie die Erzähler der Geschichte des Klosters, welches Überfälle, Plünderungen und Armut überstehen musste. In jeder Ecke findet sich diese Geschichte wieder. Einmalige Ausstattungen aus dem frühen Mittelalter bis in die Barockzeit sind überliefert. Die unterschiedlichsten Bauzeiten überlagern sich. Und die Erforschung der Klosteranlage fördert noch immer Überraschungen zutage. Wahrscheinlich war es nur an einem Ort wie diesem möglich, wo die Schwestern bis heute ihre abgeschiedene Welt pflegen, dass dieses Erbe seine Geschichte bewahren konnte.